So, dann wollen wir mal. Oh, nee, der passt ja überhaupt nicht. Au, Backe. Immer diese Rundstäbe und Dübel aus dem Baumarkt. Steht 12 drauf, ist aber nicht 12. Was kann man da machen? Das Loch ist zu groß. Nimm doch den richtigen Bohrer. Haha, das ist ein super Tipp. Allerdings funktioniert das ja nicht, wenn ich das Loch schon falsch gebohrt habe. Die Frage ist also, was kann ich machen, wenn mein Rundstab plötzlich überhaupt nicht in mein Loch passt, weil das Loch einfach zu groß ist? Wir haben hier einen Hack, den blende ich euch ein. Sieht erstmal aus wie ein Hack, den wir schenken müssen. Was natürlich klar ist, glaube ich, von vornherein. Bevor wir starten, sollte klar sein, dass unser Dübel natürlich nicht 5 mm Luft haben darf. Wenn wir den hier wie in den Raum schmeißen, dann werden wir ihn wohl nicht festbekommen. Wir haben uns, glaube ich, auch schon andere Varianten angeguckt, die ich euch hier mal verlinke. Wir wollen jetzt aber gucken, klappt das, wenn wir den sozusagen so ein bisschen anspitzen. Genau das machen wir jetzt. Ich habe eigentlich auch schon alles da, also los geht's los. So, jetzt aber. Drehen kann ich es noch, aber ich kann unseren Klotz schon damit anheben, also ein bisschen hält das. Wir lassen das mal trocknen. Der Hack aus dem Internet will ein Problem lösen. Das Loch ist zu groß. Ob das funktioniert, wollen wir ja noch herausfinden. Es gibt aber noch ein zweites Problem. Ah, das Loch ist zu klein. Der Dübel passt da nicht rein. Wenn man jetzt Metallbohrer hätte, in der richtigen Größe, könnte man das Loch größer bohren. Aber wenn wir keine haben, was machen wir dann? Gar nichts. Wir schnappen uns einen Dübel und einen Hammer. Wir brauchen einen Hammer mit runder Seite und machen jetzt wieder Kigoroshi. Das bedeutet, wir hämmern dieses Ende des Rundstabes jetzt wirklich mit etwas mehr Kraft etwas kleiner und dann passt er auch da rein. Was wir hier machen, ist, wir komprimieren die Fasern. Das heißt, sobald da jetzt gleich Leim dran kommt, quillt das Ganze wieder auf und wir werden das Loch wunderbar füllen, aber es passt vor allen Dingen erstmal rein. Das hatte jetzt wirklich mehr als genug Zeit, um zu trocknen. Und die erste Frage ist, also fest ist es. Pass auf, jetzt. Also ich denke, gerade rausziehen kann man ihn nicht mehr. Das ist schon mal gut und das erstaunt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil der hatte ja tatsächlich relativ viel Luft. Ich schätze mal, nach rechts und links könnte ich ihn jetzt rausbrechen. Das machen wir aber aus einem einfachen Grund nicht. Einmal noch kurz für den Hinterkopf. Dieses Loch war ungefähr so 0,5 bis 0,8 mm zu groß. Andersrum, dieses Loch hier war gute 0,5 bis 0,8 mm zu klein. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Größenordnung, in der man sich bewegt. Zumindest, wenn man das mit einer dieser beiden Lösungen reparieren will. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, so einen Rundstab klebe ich zum Beispiel meistens eigentlich ein, wenn ich irgendwas verstecken will. Die Frage ist also, wie sieht das jetzt aus, wenn wir das abschneiden? Deswegen probiere ich noch einmal. Ja! Mit links. Ah!
Also der hält schon halbwegs da drin. Wir schneiden den jetzt mal ab, gucken, wie das aussieht und dann schneiden wir den anderen noch ab. Mit der Säge. Also ehrlich gesagt bin ich mittelschwer begeistert. Also es sieht tatsächlich deutlich besser aus als gedacht. Was wir natürlich jetzt sehen, ist dieser kleine, oh, kann ja noch wegstechen, kleine Ring aus Leim. Und den wird man auch auf jeden Fall sehen, wenn man hier eine Oberflächenbehandlung drauf macht, weil das hier wird dunkler, das hier bleibt relativ hellgelb und das hier wird einfach sehr, ja, weißlich bleiben, weil das halt einfach nur Leim ist. Aber wenn wir bedenken, wie viel Spiel wir hatten, sieht das eigentlich schon super aus. Jetzt sägen wir natürlich nochmal unseren mit Kigoroshi versehenen Dübel ab. Da sieht man sofort, das ist perfekt. Hier sehen wir jetzt gar nichts. Unser Dübel sitzt wirklich 100%ig perfekt in diesem Loch drin. Und diese Technik kann man natürlich auch nutzen, wenn das Dübelloch tatsächlich halbwegs die richtige Größe hat, weil so füllt der Dübel wirklich 100%ig das Loch immer perfekt aus. Man wird auch beim Ölen und beim Nassmachen keinerlei Ränder hier irgendwo sehen. So passt dein Dübel immer, auch wenn du das Bohren versemmelt hast. So oder so ähnlich könnte man das Video nennen. Tatsächlich finde ich den Hack aus dem Internet echt gar nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich weiß nicht genau, ob diese kleinen Finnen, die wir da dran geschnitzt haben, ehrlich gesagt irgendeinen Unterschied in der ausgehärteten Variante machen. Weil hier oben sehe ich sie ehrlich gesagt gar nicht. Ist ja auch klar, sobald man das wieder reinsteckt, drücken die sich wieder dran. Ich glaube, was so ein bisschen vielleicht ist, dass man es nicht so gut direkt nach dem Verleimen rausziehen kann. Und allgemein hält es halt einfach. Also es ist relativ fest da drin. Und wir sehen, auch wenn wir das abschneiden, sieht das verhältnismäßig clean aus. Für ein Hack muss ich sagen, super. Das hat viel besser funktioniert, als ich es gedacht habe. Ich hätte gedacht, spätestens wenn wir es abschneiden, denkt man sich, oh Gott, sieht das blöd aus. Super geiler Hack. Und das ist natürlich ein absoluter Profi-Tipp. Schreib den dich nochmal hinter die... Schreib den dich. Moin. Schreib dir das hinter die Ohren, wer auch immer du bist. Denn das ist ein super Trick und das sieht wirklich absolut clean aus. Diese Technik ist einfach, uralt. Und die macht auch noch Spaß. Das könnt ihr den ganzen Tag machen, weil das Ergebnis einfach so geil ist. Also, zwei Fliegen mit einer Klappe. Zu groß gebohrt? Kein Problem. Zu klein? Kein Problem. So, den Dübel weg. Das hat überhaupt nicht gut geklappt. Ist völlig egal. Zwei super Tipps, zwei Probleme gelöst. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Hackcheck. Es ist überhaupt gar kein super RTL-Format oder sowas. Es kommt keine coole Animation und nichts. Ich stehe einfach nur wie ein Vollidiot hier mit zwei Sachen. Also bis zum nächsten Mal. So wie nach jedem Video räume ich jetzt auf. So ist nämlich das echte Leben. So, auf Wiedersehen.